Hi liebe Leute und willkommen auf Breit Live. Heute geht es um unsere Volkskrankheit und Rückenbeschwerden. Ihr seht, ich bin hier in einer grotten, schlechten Sitzposition, hänge hier im Skelett drin. Und das sieht man sehr oft, die Bilder im Büro, aber vor allem daheim, wo man jetzt richtig Mobiliar hat. Und in der Nacht liegen wir auch noch mal 8 Stunden in dieser Position, jeden Tag. Ja, sorry, haben wir es nicht verkneifen, die 2 Einspieler zu zeigen, zum Veranschaulichen, woher die Rückenprobleme denn überhaupt kommen. Mir ist es wichtig, um euch in der heutigen Lektion die effektivsten Übungen, meine Geheimrezepte für einen gesunden Rücken zu zeigen. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Abonniert meinen Kanal abonnieren und ich freue mich, euch noch etwas mehr zu sehen. Film ab! Es geht los auf dem Rücken. Salut zusammen! Wir liegen gerade ab. Und es geht heute nicht darum, zum kräftiger und stärker werden im Rücken, sondern zum offener, beweglicher und gesünder werden. Man startet mit ganz einer feinen Bewegung. Man schaut, dass wir in einer neutralen Position sind. Also man hat Platz für die Hand unter den Lendenwirbel. Und zieht einmal links, einmal rechts die Hüfte zu uns hoch, Richtung Rippen. Die Bewegung kommt aus dem Rumpf und gibt uns eine weiche Bewegung, Flexibilität im unteren Rücken. So können wir den Unterrücken mobilisieren, Muskeln, die Wirbel gegeneinander bewegen und aufwärmen. Probieren auch immer wieder in die Länge zu ziehen und auf der anderen Seite anzuziehen. Wirklich in beide Richtungen ziehend und stossend. Wir stellen die Füße auf, hüftbreit. Und kippen die Hüfte kippen, einmal gegen uns, einmal weg. So richtig schön rotieren, Schambein zu uns ziehen und wieder weg ins hohle Kreuz hineingehen. Das ist wichtig, dass wir die Mobilität haben und eben auch spüren, wo ist unsere neutrale Position. Schön weiche Bewegung hin und her. Helft euch mit euren Rumpfmuskeln zum Aufziehen und wieder in die andere Seite kippen. Dass wir hier wirklich mobil werden. Im unteren Rücken. Schaut auch, dass ihr das Knie ein bisschen nach innen habt. Also nicht, dass ihr den Kopf hinten gekippt habt, sondern eher einen langen Nacken macht. Dann nehmen wir Beine in die Hände. Beide zusammen und so kreisen wir über den Unterrücken und machen uns eine schöne Massage in dem Bereich, wo wir jetzt gerade ein bisschen gebraucht haben und durchbewegt haben in alle Richtungen. Eine Selbstmassage mit grossen Kreis, mal ein bisschen kleiner in der Mitte. Schaut einfach dort, wo es euch wohl tut, wo ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen Spannung habt, wo ihr einen Druck empfindet, dass ihr dort ein bisschen weich machen könnt. Und das Gewicht von den Beinen nutzen, um euch zu massieren. Ihr könnt auch auf und ab, müsst nicht nur kreisen, hin und her, links, rechts. Knie zu euch ziehen, wieder wegstoßen. Einfach ein bisschen rumtesten.
und merken, was euch wohl tut. Wir nehmen die Füße von außen her in die Hände, kommen in die sogenannte Happy Child's Pose. Knie gehen Richtung Achseln. Und das Ziel hier ist, dass wir alle Wirbel, die ganze Wirbelsäule, am Boden ablegen können, bis zum Steißbein hinten. Also wirklich auch das Kreuzbein probieren abzulegen. Trotzdem, dass wir in dieser Hüftdehnung sind. Und das Ziel ist hier, dass wir die Hüfte öffnen können, dass wir die Hüfte dehnen können, um dort flexibel zu sein. Das ist sehr wichtig. Probieren gut zu atmen und in der Hüfte loszulassen. Der Nacken ist lang. Und wir ziehen mit den Armen an unseren Füßen und Richtung Boden kommen. Und der Blick dürfen mal auf die rechte Seite und somit auch den ganzen Körper ein bisschen mitdrehen. Und wir probieren trotzdem, die Länge zu behalten. Im Rücken. Probieren, die Spannung aufrecht zu erhalten, wo wir über die Hände runter bis in die Hüfte gehen. Auf die andere Seite auch. Kommen wir wieder in die Mitte. Gut ein- und ausatmen. Probieren zu spüren, wie lang das unser Rücken wird. Wie man sich entspannen kann. Und die Hüfte immer besser können so geöffnet werden. Gerade in den Leisten ist das eine wichtige Dehnung, dass wir dort weich sind. Wir nehmen das linke Bein über das rechte aus, die Arme auf die Seite raus und legen beide Beine auf die rechte Seite über. Der Blick geht nach links. Und so verdrehen wir die ganze Wirbelsäule, machen eine schöne Spirale und probieren auch, gerade mit der oberen Hüfte nach oben zu ziehen, dass wir die Spirale, die Federn, die Verdrehte, dass wir die ein bisschen aufspannen können. Versuchen loszulassen. Die ganze Wirbelsäule. Von den Fingerspitzen bis zu unterst. Die Länge zu kreieren. Die Sehne loslassen und lang zu werden. Dass wir diesen Wirbel Luft lassen zwischen ihnen. Dass die Stoßdämpfer auch ein bisschen Luft bekommen. Kommen wieder zurück in die Mitte. Und setzen den rechten Fuß über den linken. Oberschenkel und setzen beides auf die linke Seite ab, der rechte Arm geht aus in die Länge und auch der Blick nach rechts. Tiefe Atemzüge, dürfen die Augen zutun und ganz in euch hinein spüren. Spüren, wie es loslässt, wie es lang wird. Wie sich es aufdehnt und frei wird. Der Rücken hat sehr viel mit unserer Psyche, mit unserer Haltung zu tun. Ist schlussendlich auch ein Teil von unserer Körperhaltung, aber eben auch von unserer mentalen, psychischen Haltung. Und darum ist es wichtig, dass wir
mit dem Körper könnt loslassen, mit dem Körper könnt eine gesunde, offene Haltung haben. Das wirkt sich auch auf unsere psychische Stärke aus, auf unsere Offenheit, auf unsere Kraft auch. Zum Freisein von Zweifeln an uns, Spannungen, Unsicherheiten, zum Loslassen und uns keinen Druck machen. Wir kommen wieder retour raus, drehen uns gerade über die Seite in die Bauchlage. Die Stirn kommt am Boden, die Hände neben uns und wir schaukeln einfach die Hüfte hin und her. Ganz weich, ganz entspannt, mit möglichst wenig Krafteinsatz. So darunter rücken, ein bisschen ausschütteln und entspannen. Wir setzen die Ellbogen vor uns ab, in die Sphinx-Position. Die Distanz geht etwa eine Unterarmlänge, kann man abmessen mit den Händen. Und wir kommen in die Sphinx rein, das heisst, wir ziehen von der Brust her nach vorne, ziehen, uns öffnen, die Schultern nach hinten und unten ziehen, einen langen Nacken machen und vor allem versuchen, das Schambein im Boden hinein zu drücken und wirklich die Hüfte zu kippen nach vorne, dass wir den Unterrücken entlasten können. Dass der Unterrücken gleich noch lang bleibt und nicht in ein Hohlkreuz hineingeht in dieser Position. So können wir schön die Vorderseite dehnen. In der Hüfte hinein die Länge machen. Ihr dürft auch zwischendrin mal wieder runterkommen, nochmal neu zurück in die Position. Die Spannung rausnehmen und nochmal reingehen. Das ist sehr wichtig, dass wir die Vorderseite, gerade eben die Hüfte, dehnen immer wieder. Das ist absolut die beste Gegenbewegung und die beste Übung, um eben dieser Beugung, die wir eigentlich immer haben, in der Hüfte, immer die Beine immer angezogen, in der Nacht und ab dem Arbeiten, dass wir da das öffnen und die Gegenbewegung machen. Das ist absolut wichtig. In dieser Position kann man den Unterrücken schützen, indem man auch das Gesäß gut anspannt. Aber die grosse Kunst ist es, zum aus dem Beckenboden, aus der tiefen Bauchmuskulatur können die Kippbewegung machen in der Hüfte und so den Unterrücken schützen, dass man sogar das Gesäß loslassen kann. Das ist aber etwas, wo man sich ein bisschen herantasten muss und wirklich ein bisschen Übung braucht, um die tiefen Muskeln anzuspannen im Hüft-Rumpfbereich, um eben trotzdem die Länge zu behalten in den Lendenwirbeln. Das ist aber eigentlich das, was wir auch im Stehen irgendwann fähig sein müssen, um eben die neutrale Position zu halten, ohne dass wir immer das Gesäß anspannen. Das können wir nicht im Alltag immer. Wir kommen langsam runter und stoßen uns raus auf die Knie, setzen den rechten Fuß vor uns. Ein grosser Schritt, schauen das Knie nicht über dem Fuß, über den Zehen führen geht und dass die Hüfte parallel ist. Sie haben auch hier wieder Steißbein hinein, dass er nicht in ein Hohlkreuz hineingeht. Schauen, dass er das Korsett anhaben könnt, dass er wirklich vom Rumpf her, den ganzen Rumpf stabilisieren könnt. Nehmen den linken Arm Richtung Himmel und mit dem rechten ziehen wir Richtung Boden runter. So können wir eine runde
Form machen im Oberkörper und bis runterziehen bis zum Knie. Und über sogar bis zu den Zehen behindern. Dass wir hier vorne durch könnt loslassen und dehnen. Schaut, dass ihr einen langen Nacken habt. Schultern weg von den Ohren. Es geht nicht darum, zum tief runterzukommen. Es geht darum, dass wir die Hüfte schön gekippt haben. Und so vorne gut dehnen. Die Übung machen wir ziemlich lang, also es wäre gut, so 2 bis 3 Minuten in dieser Dehnung zu bleiben, dass wir wirklich die Wirkung erzielen können, die wir wollen, dass nämlich es hier wirklich, dass wir es hier wirklich aufmacht, vorne im vorderen Bereich. Und wenn es euch streng wird zum Erheben, könnt ihr gerne mit dem rechten Arm euch abstützen auf dem Knie vorne oder auch den Arm oben abnehmen. Es ist wichtig, dass ihr in dieser Position bleiben könnt, gut reinatmen, probieren loszulassen in der linken Hüfte. Es braucht Ausdauer, hier drin zu bleiben, aber es lohnt sich, wenn man die Übung am liebsten natürlich jeden Tag, aber 2-3 Mal in der Woche macht und wirklich sich die Zeit nimmt dafür, um drin zu bleiben. Wird die Wirkung haben, dass er im Rücken und gesamthaft auch in der Körperhaltung eine Verbesserung hat. Und wir dürfen langsam rauskommen, sehr gut. Und wir dürfen dafür als Belohnung in die Child's Pose hinein das Gesäß auf die Ferse absetzen. Die Stirn ist am Boden aufgesetzt. Und die Fingerspitzen ziehen in die Länge führen. Den Rücken dürfen wir entlasten. Und so können wir in der Gegenbewegung uns entspannen und weich werden. Wir kommen wieder rauf auf die Knie, setzen den linken Fuß vor uns auf, die Hüften sind parallel, kippt nach vorne und wir kreieren wieder die Länge, kreieren Steißbein zieht nach oben Richtung Boden, das Korsett haben wir angelegt und wir ziehen mit dem linken Arm Richtung Boden und mit rechts über auf die linke Seite. Die Schultern sind weg von den Ohren. Das vordere Knie ist gerade über dem Fußgelenk. Und wir probieren mit der rechten Hüfte nach vorne zu ziehen, um die Dehnung intensiv zu spüren. Man muss nicht tief gehen mit der Hüfte, sondern parallel und wirklich nach vorne schieben mit rechts. Der Scheitel zieht nach oben. Und wir atmen tief. Tief in die Dehnung hinein. Probiert mit jedem Atemzug mehr loszulassen und weich zu werden. Und wieder abstützen mit dem linken Arm am Knie. Und nicht aufgeben.
weiterhin dranbleiben. Es passiert sehr viel, wenn wir ein bisschen länger drin bleiben. Dass der Körper wirklich ankommen in dieser Dehnung und wirklich noch mal reingehen, noch mal ein bisschen mehr loslassen. Wenn wir nach 20 Sekunden wieder rausgehen, ist die Wirkung wirklich nur halb so gut, wie wenn wir jetzt das noch ein bisschen durchziehen. Dem Körper Zeit geben und den Sehnen und den Muskeln Zeit geben, zum Loslassen. Und wir haben es geschafft. Wenn wir die Retour auf die Knie. Ja, die Vorderseite haben wir gebraucht. Wir nehmen jetzt den Ball in die Hand. Wir können einen Tennisball nehmen oder so einen Blackrollball, was auch immer. Es reicht auch irgendeinen Golfball, was ihr daheim habt. Und probiert, im inneren Oberschenkel, ist vom Schambein her vielleicht etwa 20 cm weiter unten, ein bisschen innen dran, einmal zu kreisen und suchen einen Punkt. Es gibt dort einen Punkt, der immer ein bisschen verklebt ist. Der ist sehr oft ein bisschen verklebt. Und das ist eben genau so ein Punkt, der uns vorne, weil wir immer in dieser Sitzposition sind, gern immer zieht, zu ist. Und wenn wir den könnt mit der Selbstmassage mit dem Ball lösen, hilft uns das sehr viel, auch eben gerade für hinten. Meistens kommen Probleme auf irgendwo und dann ist es eher die Gegenseite, wo eigentlich der Ursprung ist, wo wir zu sind, wo uns eben dann hinten nachher zeigen, oh, da ist jetzt etwas nicht gut. Es kommt oft von vorne. Da ist genau so ein Punkt, man muss ein bisschen rumsuchen. Und wenn ihr ihn gefunden habt, bleibt ein bisschen drauf und kreisen ganz fein. Den ganz fein massieren. Ihr seht bei mir, wo er etwa ungefähr sein müsste. Genau, und wenn ihr es geschafft habt, gehen wir auf die andere Seite. Auch dort noch ein bisschen suchen. Ihr müsst so ein bisschen unter den, es ist auf der Seite von dem Quadrizepsmuskel unten rein, seitwärts, von innen her. Und dann findet ihr einen Punkt, wo wirklich, ihr merkt es ganz intensiv, Spannung drauf hat und wirklich ein bisschen schmerzt. Und der zieht dann auch ein bisschen Richtung Hüfte hoch. Also das hängt alles zusammen. Und wenn ihr den regelmässig massiert, man muss ein bisschen selber spüren, wo der ist, dann das hat eine grosse Auswirkung auf hinten. Also ich habe das bei meiner Bandscheibenvorfallphase, wo 8 Monate lang Rückenweh hatte, entdeckt. Das ist eine von diesen Übungen, die ich hier zeige, die mir sehr viel geholfen hat. Wo ich das Gefühl hatte, da ist jetzt wirklich etwas passiert. Als ich mit dieser angefangen habe, konnte es mir hier wirklich ein bisschen lösen im vorderen Bereich und das hat sich auf hinten ausgewirkt. Sehr gut. Geschafft, noch ein bisschen klöpfeln. Und dann haben wir die Ballsession schon überlebt. Jetzt nehmen wir Blackroll oder wie auch immer, was ihr für Rollen habt daheim. Wir dürfen auch ein Wallholz nehmen, das geht auf jeden Fall auch. Und geht an eine Wand, setzen die Rolle gerade beim Gesäß, beim Steißbein an. Stehen ein bisschen weg mit den Füßen und wir rollen ganz, ganz in einem langsamen Tempo nach oben. Das heisst, wir können einfach langsam runterrollen, heben die Rolle dort, wo sie genau ist und euch wieder aufstoßen und setzen sie wieder an die Wand ab und rollen wieder weiter runter. Das heisst, wenn wir wegkommen von der Wand mit dem Rücken, behalten wir die Rolle schön an der Position, behalten, stehen wieder auf und setzen wieder zurück an die Wand. Und so rollen wir über den ganzen Rücken und in einem ganz, ganz langsamen Tempo. So können wir die hinteren Muskeln, wo wir eben auch viel Tonus drin haben, zum Teil gerade in den Lendenwirbel, mit dieser Leg Roll gut massieren. Wenn wir das auf dem Boden machen, haben wir oft zu viel Gewicht drauf.
müssen sehr fest halten mit dem Rumpf. Und das ist eigentlich nicht das Ziel, sondern wir wollen hinten weich werden und entspannen und eine feine Massage geben. Wir wollen nicht mit Kraft rein, wenn wir mit viel Kraft und Gewicht reingehen, dann gibt uns das die Muskeln auch wieder zurück. Also wenn wir jetzt aggressiv reingehen, gibt es meistens auch eine aggressive Reaktion. Und das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen, dass wir mit der Zeit einen weichen Rücken bekommen. Wir können das nicht mit 2-3 Mal schaffen, sondern es braucht Zeit und Geduld. Wir müssen sanft umgehen mit unserem Körper. Wenn wir oben angekommen sind, so etwa auf Brusthöhe, dann nochmal, fangen wir gerade nochmal an, machen wir das zweite Mal. Wir tun immer von unten her Richtung Herz massieren. Immer wieder aufsetzen. Und langsam abrollen. Ihr müsst die Hände nicht auf die Brust nehmen, nehmt es nur dort an, dass ihr besser seht, was ihnen passiert. Ihr dürft die Arme ruhig hängen lassen. Auch hier mit dem Scheitel Richtung Himmel ziehen. Und wenn ihr die Rolle weiter oben als Steißbein habt, könnt ihr hier auch immer versuchen, mit dem Steißbein Richtung Boden abzuziehen. Dann merkt ihr, wie ihr ein bisschen die Wirbel auseinanderziehen könnt von der Rolle her. Die Rolle ist dann wie ein Fixpunkt in dem Wirbel, wo er ist. Und dort könnt ihr dann vom Steißbein her ein bisschen Länge kreieren. Ihr dürft auch mal stehen bleiben und nicht mehr weiter rollen und das einmal ausprobieren, wie das geht. Dass ihr vom Punkt der Rolle her Richtung Boden abzieht mit dem Steißbein und so den Platz könnt schaffen zwischen den Wirbeln, der so wichtig ist. Unsere Dämpfer können mal entlasten. Wir legen die Rollen auf die Seite legen und lehnen ohne Rolle wieder an die Wand. Schauen, dass ihr die Hüfte wieder nach vorne gekippt habt. Ihr dürft in einer neutralen Position sein, aber nicht im hohlen Kreuz. Und wir probieren mit dem Knie ganz fest Richtung Hals, Richtung Scheitel hineinzuziehen und rollen langsam ab mit dem Kopf nach vorne. Der Rest bleibt aber an der Wand. Und so probieren wir wieder vom Knie her nach hinten zu ziehen und den Kopf langsam aufzurollen. Das heisst, wir setzen einen Wirbel nach dem anderen vom Nacken her wieder zurück an die Wand und rollen nachher wieder ab. Und das Ziel ist, dass wir immer ganz fest den Nacken nach hinten ziehen, also das Knie richtig hinten im Nacken ziehen. Und so können wir Länge kreieren bei der Nackenmuskulatur. Das ist eben genau die Gegenbewegung, die wir vor dem Laptop gerne machen, dass wir die Schildkrottenposition haben und mit dem Nacken nach vorne ziehen. Das gibt extrem viel Spannung im Schulter-Nackenbereich. Und so mit dem Auf und Ab und stetigen Hinteren ziehen können wir Länge kreieren im Nackenbereich. Wir rollen immer wieder runter mit dem Kopf und probieren stetig das Knie so zum Doppelknie zu formen. Es sieht mega doof aus, aber ist egal. Genau so. Hey, mega cool, das wäre alles gewesen von meiner Seite zum Rücken und zu unserer guten Position, guten Haltung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert doch meinen Kanal abonnieren und ich freue mich auf Likes und euch hier wieder zu sehen. Habt's wohl, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.